Ja, süß. Sie sind so süß und so ekelhaft. Ja, ich meine, sie stinken, sie kleben, sie schwitzen und sie verteilen ihr Sperma im ganzen Haus. Verstehst du? Die Bettdecken sind steif wie Bretter. Was? Echt? Aber ich beneide dich so, dass du Kinder hast. Das muss echt toll sein, Mutter zu sein. Rebecca, letzten Samstag habe ich mir den Arsch aufgerissen und ich habe veganes Trüffelrisotto mit Mandelmilch-Topfentorte gemacht. Und dann kommt mein Jüngster rein und sagt, er mag Wiener Schnitzel mit Pommes. Habe ich gesagt, nein, heute gibt es kein Wiener Schnitzel mit Pommes. Hat er gesagt, Mama, fick dich, du Opfer. Er ist 9. Naja, vielleicht sucht er einfach seine Grenzen. Aber ist doch toll, dass du schon so lange glücklich verheiratet bist mit Oliver. Du arbeitest 6 Tage die Woche, 10 Stunden, am Sonntag krümmt er keinen Finger. Er ist so fett geworden. Ich muss echt viele Pornos anschauen, um so in Stimmung zu kommen, gell? Deswegen habe ich mir den Mohammed zugelegt. Ja, der ist unser Gärtner. Zuerst der Garten, dann ich. Ja, ich habe echt nichts gegen Moslems. Ich mag Moslems, das sind meine Freunde. Er ist so wild und so behaart und er geht auch wie ein Gorilla, ja? Er ist so verschwitzt und nach der Arbeit, da trägt er mich wie King Kong ins Bett. Ich sagte, einmal Moslem, immer Moslem. Die Eltern sprechen dann halt nicht mehr mit dir. Er ist allerdings beschnitten, ja, und mit der Frau, das ist wie mit der Oma. Wenn sie nicht mehr da ist, vermisst man sie. Perfekt für eng anliegende Kleidung. Hier sehen Sie den Body unserer neuen Kollektion. Wie Sie sehen, verfügt er über eine satinierte Raffung, die dem Busen Freiheit in der Mitte gewährt, vergleichbar mit dem Bügel eines BHs, worauf wir natürlich verzichten möchten. I ovde možete vidjeti, znači, taj body što sam ja obukla, da se dobro vrlo osjećam. Push-up-Zone. Wir haben verstärkte Ripp- und Strickzonen, die den Vorteil haben, mit dem Anziehen von unten nach oben das weiche Bindegewebe mit nach oben zu nehmen, umzuverteilen und Pölsterchen und Röllchen optisch verschwinden zu lassen. Keine Satteltaschen mehr. Der Chris von früher hätte sich abgelacht über diesen Scheiß hier. Diese Vorhänge. Diese Sitzgruppe. Diese Törtchen überall! Ja, das wüsstest du auch, gell? Wenn du mal deinen schönen neuen Kopf aus ihrem perfekt gebleachten Arschloch ziehen würdest. Seitdem du heiraten willst, ist alles Scheiße! Scheiße! Ich wünsche dir viel Glück. Wirklich. Ich freue mich für dich. Wirklich. Ich bin total überfordert. Ich kann oft nicht aufstehen. Ich kann kein Frühstück machen. Die Kinder kommen zu spät. Ich bin wirklich keine gute Mutter, glauben Sie mir. Und wieso glauben Sie das? Ich verliere die Geduld. Ich schreie herum. Ich beschimpfe sie und dann... Ich möchte jetzt aber da nicht weiter drüber reden, ja? Das ist mir sehr unangenehm. Das ist ein Zeichen der Hilflosigkeit. Wenn Sie sich das eingestehen, bevor Sie ungeduldig werden, da passiert automatisch etwas. Die Kinder sind genauso wie ein Scheißvater, dumm, faul, lügen herum. Ich möchte endlich mein Leben zurück, das ich vorher hatte. Dann wächst der Baum. Darf ich wiederholen, was ich gehört habe? Wir nennen das Spiegeln. Ja, wenn Sie das für sinnvoll halten. Ja.
Ich höre Sie sagen, tja, dass er sich um Geld keine Sorgen machen müsse, weil das eh Sie heimbringen. Habe ich Sie gehört? Ja, das habe ich gesagt. Wann haben Sie denn beschlossen, gemeinsam durchs Leben zu gehen? 14 Monate, 3 Wochen, 2 Tage. Also was ich Ihnen schon mal sagen kann. Sie sind wahrscheinlich ein Frühlingstyp. Ihnen empfehle ich helle, sanfte Farben wie Cremeweiß und Beige, sonnige Gelbtöne wie Maisgelb oder Honey, leuchtende Rottöne wie Paprika, Zinnoberrot-Koralle und Tomate, frisches Lachsrosa, Orange und zartes Aprikos, softes Veilchenblau, Aqua, Türkis, Grasgrün, Lindgrün, Goldbraun und Schokoladenbraun. Sind Sie verheiratet? Hi, you're Lona's mom, right? I saw you at church the other day. Oh, hi. Hi. I'm Josie. I'm Rachel, Kimberly's mom. Good to see you. Hi. How do you like our church? Oh, it's been such a pleasure. We're new here in town and the whole congregation has just been so warm and welcoming. Yeah, the Lord will always guide you to where you want it, love. Yes, I agree. The Lord has a plan for all of us.